Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich freue mich heute wieder ganz besonders, die Julia neben mir sitzen zu haben. Hallo liebe Julia. Hallo liebe Silke und danke, dass ich hier sein kann. Ich hatte ja schon letztes Jahr mit der Julia ein Video veröffentlicht. Julia, du warst mal Grundschullehrerin und wir haben in unserem Interview darüber gesprochen. Du hast erzählt, dass du nie wieder an einer Schule arbeiten wirst und wir haben über das Thema Freilernen gesprochen. Und das soll heute auch das Thema dieses Videos sein. Und heute wollen wir darauf eingehen, ob man die Schule unbedingt für die Sozialisierung von Kindern benötigt. Das soll heute unser Thema sein. Und ich möchte aber vorweg nochmal was Wichtiges sagen, nämlich wir haben ja aktuell die Situation in Deutschland, dass alle Kinder Homeschooling machen müssen. Also es gibt jetzt gerade eine Homeschooling-Pflicht. Julia und ich, wir beide, wir sind sehr freiheitsliebende Menschen und uns widersprechen, was die Bildung angeht, eine Pflicht total. Also wir sind weder für eine Schulpflicht noch für eine Homeschooling-Pflicht. Für uns ist es wichtig, dass die Kinder individuell begleitet werden. Also dass es eine freiwillige Sache ist. Und wenn ich manchmal mit Bekannten, mit Freunden über Schulpflicht, Bildungsfreiheit spreche, dann haben manche Menschen das Gefühl, ich wollte die Schule abschaffen. Und ich sage, nee, darum geht's gar nicht. Klar muss die Schule reformiert werden, aber die Schule, wie sie jetzt gerade besteht, ist nicht für jedes Kind, wird nicht jedem Kind gerecht. Also nicht jedes Kind kann in diesem heutigen Schulsystem wirklich sein volles Potenzial entfalten. Und Kinder oder Eltern, die sich eben fürs Freilernen oder Homeschooling entscheiden, die machen das ja freiwillig. Die richten sich darauf ein und schauen einfach auch, ob das für das Kind passend ist. Und Julia, kannst du nochmal kurz den Unterschied zwischen Homeschooling und Freilernen erläutern? Wir sind ja eher so die Anhänger von Freilernen. Aber Homeschooling ist ja immer noch, ist ja dann doch nochmal was anderes. Magst du mal kurz nochmal drauf eingehen? Ja, also im klassischen Sinne, bevor das jetzt mit diesem Corona-Schooling losging, ist ja Homeschooling quasi, dass ich wie Schule mache, nur zu Hause, dass ich halt auch mit Arbeitsheften arbeite, mit Büchern arbeite, dass ich mir einen Plan mache, was ich wann mit dem Kind durchnehme. Und Freilernen ist eben, da ist der Fokus nicht auf dem Plan, sondern auf dem Kind, welche Impulse kommen vom Kind. Was interessiert das Kind gerade einfach vor dem Hintergrund, dass man denkt, dass dann das Lernen am effektivsten ist, wenn halt der natürliche Lernmotor, die intrinsische Motivation halt anspringt sozusagen. So ganz, ganz knapp. Jetzt haben wir die klassische Situation zu Hause, dass manche Eltern noch im Homeoffice sind, die Kinder noch Homeschooling haben, teilweise überfordert sind, weil es einfach gar nicht die Strukturen gibt, die Eltern gar nicht darauf eingestellt, weil es jetzt so ein Zwang ist. Und das ist natürlich für viele Kinder, auch für viele Eltern unbefriedigend. Während Eltern, wenn sie sich bewusst für die Bildungsfreiheit, für das Freiland entscheiden, ja ganz anders an die Sache rangehen und dem Kind ja mehr Freiraum lassen. Und das haben wir jetzt ja überhaupt nicht. Aktuell besteht ja in Deutschland, auch wenn wir jetzt viele Homeschooling machen, ja die Schulpflicht, also die Schulanwesenheitspflicht. Es gibt aber viele Länder, auch in Europa, zum Beispiel aber auch die USA, aber hier in Europa zum Beispiel auch Frankreich, Großbritannien, Irland, Österreich, da gibt es die Bildungspflicht. Das heißt, wenn die Eltern sich entscheiden, wir wollen das Kind zu Hause bilden, dann, ich bin mir jetzt nicht so sicher, wie das in den einzelnen Ländern gehandhabt wird, ob die wirklich einen Plan abarbeiten müssen oder ob die einfach dann einmal im Jahr nur geprüft werden und dass dieses Jahr relativ frei ist. Ich denke mal, das ist in den verschiedenen Ländern auch unterschiedlich. Aber eine Bildungspflicht wäre ja für Deutschland auch erstmal ein Schritt dahin, dass Eltern sich entscheiden könnten, ihre Kinder anders zu bilden. Ob sie das jetzt selber übernehmen, ob sie Privatlehrer engagieren, ob sie eher ins Richtung Freilernen gehen, dass sie erstmal schauen, was sind die Interessen. Und ja, das fehlt total in Deutschland. Also das würde ich mir für Deutschland wünschen. Und wir haben hier heute den Fokus ein bisschen auf die Sozialisierung, ne? Weil viele sagen, ja, aber wenn die Kinder nicht in die Schule gehen, wenn sie nur zu Hause sind, dann werden sie ja gar nicht sozialisiert, dann sind sie ja gar nicht bereit für das echte Leben. Julia, magst du gerne mal damit starten, deine Erfahrung damit? Du warst ja auch 8 Jahre, glaube ich, warst du im Schuldienst. Genau, was sind so deine Gedanken dazu und Erfahrungen? Schuldienst, ne, das klingt schon immer so. Ja, also ich finde, natürlich haben die Kinder, wenn sie in die Schule gehen, jeden Tag immer ganz viele andere Kinder um sich herum, was uns ganz schnell dazu verleitet zu sagen, ja, das ist schön für die sozialen Kontakte und das stimmt ja auch bis zu einem gewissen Punkt, aber man muss eigentlich so ein bisschen weiter ausholen, um zu überlegen, was ist denn das dann für eine Sozialisierung, die da stattfindet? Und
dafür muss man sich erstmal überlegen, was werden denn in der Schule für grundlegende Werte vermittelt? Auch indirekt, zum Beispiel der Wettbewerb und so diese Hierarchie. Also der Lehrer steht oben, die Schüler stehen unten. Das sind alles Dinge, die eben in der Sozialisierung, wie sie in der Schule stattfindet, dann auch mit reinfließen. Und die aber wiederum dann auch die Sozialisierung unter den Kindern auch natürlich beeinflusst. Also wenn jetzt alle Kinder, die ja in der Großteil der Fälle gleich alt sind, wenn alle Kinder wissen, okay, was der Lehrer sagt, gilt, dann entsteht ja automatisch so ein, weiß ich nicht, wenn jemand mal was falsch gemacht hat, eigentlich so eine feindliche Verpetzungsatmosphäre. Also ich denke, die neuen Kinder, die sind jetzt schon da ein bisschen anders unterwegs als wir, aber bei uns hat es schon gut geklappt, dass wir dann auch wirklich, ja, das gesagt haben, wenn irgendjemand was gemacht hat oder dann so einfach so im Hinterkopf, oh, das ist aber nicht okay, das sag ich jetzt, ne, so. Und auch dieser Wettbewerb unter den Kindern, das schwingt halt jeden Tag immer mit. Und das ist halt nicht so günstig, weil wir dann die Kinder so sozialisieren, jeder für sich. Und jeder möchte sehen, dass er halt die gute Note bekommt. Und schon allein, wenn wir Tests schreiben, dürfen die Kinder nicht zusammenarbeiten. Das sind halt alles Dinge, die auch ganz stark mit einfließen in eine Sozialisierung, wie sie halt in der Schule stattfindet. Und das sind halt so die Nachteile. Und wirkliche Sozialisierung unter Kindern findet dann halt mehr nur auf dem Pausenhof statt. Und natürlich nicht im Unterricht, weil da ist ja dann Reden und Quatschen nicht so erwünscht. Mhm. Also so ein natürliches Lernen. Mhm. Was mir ja auch, wir beschäftigen uns ja beide schon länger damit, was auch immer bewusst wird, wenn ich mich damit beschäftige, wie unnatürlich eigentlich Klassen sind. Das ist nirgendwo auf der Welt hast du im natürlichen Raum Gruppen, wo es nur 10-Jährige gibt, wo es nur 11-Jährige gibt. Also wenn man sich mal überlegt, also ich kann da auch ein Buch empfehlen von Michael Lüder, Kindheit 6.7, das ist ein Historiker und Kindheitsforscher und der beschreibt halt so schön, wie über Jahrtausende oder Hunderttausende Jahre die Kinder in gemischtaltrigen Gruppen sozialisiert wurden, wie die auch viele, viele Jahre lang immer mit Kindern, also mit Familienmitgliedern, mit anderen Kindern, wie die da sozialisiert wurden, auch auf dörflicher Ebene. Ne? Es gibt ja auch so ein afrikanisches Sprichwort, du brauchst ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Finde ich auch ein Sprichwort. Das weist ja auch darauf hin, wie viele Einflüsse oder wie, dass es halt nicht nur eine Person ist, sondern dass man viele verschiedene Personen braucht, um ein Kind zu erziehen oder zu bilden, zu begleiten. Ne? Und ein Dorf, das ist ja auch eine Gemeinschaft, die sich kennt, ne? Wo auch verschiedene Bindungen bestehen. In der Schule ist immer so ein bisschen schwierig, weil erstens mal sind die Klassen, es sind ja sehr große Klassen oftmals, 25, 28 Kinder und ein Lehrer kann niemals so richtig intensive Bindungen zu Kindern aufbauen oder zu allen gleich. Ne? Es gibt ja auch immer Lehrer, das bleibt gar nicht außen vor, die haben Lieblingsschüler, ein bisschen aufmüpfige Schüler sind dann weniger beliebt oder Schüler, die so viele Fragen stellen oder die einfach zu lebhaft sind. Und da wird man den Kindern einfach nicht gerecht. Im Familienverbund oder in einem größeren Dorfverbund könnte man den Kindern mehr gerecht werden. Und das könnte man auch mal hinterfragen. Oder wann hat denn die Schulbildung eingesetzt hier so in Deutschland? Man liest ja immer wieder, dass die Schulbildung ja dafür eingerichtet wurde, um die Arbeiter zu bilden, ne? Die Arbeiterklasse damals. Und ich finde, es gibt ja auch viele Menschen, auch Philosophen, auch der Gerhard Hüther, der Hirnforscher, der sagt, die Schule muss reformiert werden. Das ist gar nicht mehr so haltbar. Ich meine, ja, ganz dringend. Also es ist ja auch so dieses, wie du gesagt hast, dass die Kinder früher in so einem großen Verbund aufgewachsen sind. Und heute ist eben, und das habe ich halt auch immer gemerkt, wenn ich jetzt als Fachlehrer, Englischlehrer, immer in verschiedene Klassen gekommen bin, dass dieser Geist, sage ich mal, des jeweiligen Lehrers immer total mitschwingt in den Gruppen und wie stark die Kinder sich auf ihren Lehrer fokussieren. Ja, also weil das ist halt dann der Leitwolf und wenn man halt so in einem natürlichen Kontext aufwächst, dann hat man natürlich seine Eltern als erste Bindungsperson und vielleicht Geschwister oder eben auch Freunde, aber das ist dann alles ein bisschen bunter und nicht so, ja, nicht so eingefahren auf nur einen Menschen. Und ja, genau, also man braucht wirklich ganz viele verschiedene Impulse und das ist echt unnatürlich so. Das viele Gleichaltrige,
Was dann auch wiederum zu so einem ungesunden Wettbewerbsklima führt. Weil wenn Geschwister unterschiedlich alt sind, helfen die sich natürlich, weil ja der andere das noch gar nicht wissen kann. Aber sobald ich gleichaltrige Kinder nebeneinander setze, wird dann erwartet, die können das Gleiche zum gleichen Zeitpunkt abrufen. Und das können sie aber auch nicht. Und dann fühlt sich automatisch immer einer schlecht und einer besser. Und dann sind wir wieder bei diesen Hierarchien, die halt nicht so gesund sind. Also nicht so natürlich sind wie eben eine Hierarchie zwischen Eltern und Kind, älteren Geschwistern und kleineren Geschwistern. Ja. Das ist ja auch so, bis die Kinder in die Schule kommen, wird die Entwicklung relativ individuell betrachtet. Ne? Manche Kinder, die laufen schon mit 10 Monaten, manche erst mit 14 und mit dem Sitzen und sich bewegen und die Zahnung und das erste Wort. Das ist ja relativ individuell. Jetzt kommen die Kinder mit 6 Jahren in die Schule und jetzt müssen sie müssen sie auf einmal zur gleichen Zeit schreiben lernen, rechnen lernen, sich für das interessieren, das können, das können, das können. Und das widerspricht ja auch einer natürlichen Entwicklung eines Kindes. Wir sind nun mal nicht alle gleich, ne? Und wir haben auch das widerspricht auch der Logik, ne? Also wir haben ja auch nicht alle Fähigkeiten. Es gibt nun mal Menschen, die sind sehr sprachlich begabt, manche sind sehr mathematisch logisch begabt, manche sind einfach sehr kreativ, ja, die gehen auf in Fächern wie Musik und Zeichnen und Werken und wenn die dann in diesem Schulsystem sind, wo der Fokus so auf Mathe und Deutsch liegt, die gehen dann unter. Das Potenzial wird überhaupt nicht gefördert und die müssen die meiste Zeit mit oder viel Energie darauf, sage ich mal, verwenden, sich mit Dingen zu beschäftigen, die gar nicht ihren Fähigkeiten, ihrem Potenzial entsprechen. Ne? Also statt ihre Stärken weiter auszubauen. Oder es gibt, ob ich das auch in unserem Video schon erzählt hatte, von einer Mitschülerin, die bis zur 7. Klasse überhaupt nicht gut war im Schreiben und Lesen. Und wir dachten, ach, ja, ich glaube, das hast du schon vorlesen. Und die ist in der 7., 8. Klasse. Dann explodierte irgendwas in ihrem Gehirn, sage ich mal. Die wurde dann so gut, die war dann die Beste in der 10. Klasse und hat dann auch das Abi gemacht. Aber der Knoten ist bei ihr eben erst so mit 13, 14 geplatzt. Genau. Ja, solche Kinder gehen in diesem Schulsystem total unter. Also wenn du in der Grundschule in der 3., 4. Klasse kaum rechnen und lesen kannst, da kommst du in die Hauptschule. Ne? Ja, und das ist halt auch so wie, ja? Nee, ich wollte nur sagen, es gibt natürlich dann auch Kinder in der Hauptschule, die dann später nochmal wechseln, weil dann eben dann doch irgendwann später der Knoten platzt und wenn die Eltern das unterstützen, können sie dann auch wechseln. Aber das gelingt halt nicht jedem Kind. Also ich glaube, ja, das Schulsystem wird nicht jedem Kind, nicht jedem Potenzial gerecht. Und da gibt es natürlich dann auch immer so, aber so als Freilerner oder da kannst du ja nie Arzt und Ingenieur oder Jurist werden, habe ich gesagt. Die Schule soll ja nicht abgeschafft werden. Die Kinder, die das wirklich werden wollen, die haben dann auch diese Fähigkeit und gehen dann vielleicht auch zur Schule. Vielleicht sind dann die Kinder, wo die Eltern sich eher für das Freilernen, für die Bildungsfreiheit entscheiden, diese kreativen, musischen oder die anderweitig Begabten, ne, die dann vielleicht Autoren werden, Musiker, Künstler oder die handwerklich sehr begabt sind. Ja, das heißt ja nicht, dass es auf einmal dann weniger Ärzte oder Juristen gibt. Und ich würde auch nochmal darauf Bezug nehmen, was du gesagt hast, mit diesem, dass nicht jedes Kind sein Potenzial entwickeln kann in der Schule. Und genau das ist ja auch diese Sozialisierung, dass wir das gar nicht wollen. Also, oder keine Ahnung, dass es keinen großartig interessiert. Zumindest vermitteln wir durch die Sozialisierung in der Schule den Kindern genau das, weil halt das nicht sehr wertschätzend ist, der Umgang, und wirklich nicht rausgefunden wird oder sich keine Zeit genommen wird, herauszufinden, was bringt denn dich zum Strahlen? Was macht dir Spaß? Worin bist du gut? Worin kannst du andere vielleicht unterstützen? Und wie du gesagt hast, man muss die Schule ja erstmal nicht abschaffen, aber man muss jetzt anfangen, also wenn wir nicht ganz hinten landen wollen, irgendwann Räume zu schaffen für andere Bildungswege, damit einfach wir Dinge ausprobieren können, damit wir schauen können, wie geht denn das? Ja, also wir haben es ja schon, es gibt schon viele Familien, die sehr erfolgreich ausprobiert haben mit dem Homeschooling oder auch mit dem Freilernen. Und da kommen ganz tolle Projekte zustande, ganz tolle Dinge, für die einfach gar keine Zeit wäre, wenn ich mich mit einem normalen Schulalltag rumschlagen müsste und mit dieser Flut an zum Teil, sage ich mal, nicht sehr praktischen Informationen. Und einfach diese Räume schaffen, aus denen heraus dann wieder Impulse zurückkommen in unser Schulsystem, die dann helfen, und vielleicht Wege aufzeigen, wie es gehen kann, dass das Schulsystem sich früher oder später mehr entwickelt in Richtung von Kursen, von Angeboten, die ich eben wahrnehmen kann, so ein bisschen wie das in Amerika ist, wo man halt je nachdem, was man für Wünsche hat, eben seine Kurse belegt und nicht immer alles mitmachen muss.
Und wenn ich halt studieren will, wenn denn das System dann so bleibt, dann kann ich mich eben darauf ausrichten und belege eben Kurse, die mir helfen, mein Ziel zu erreichen. Aber heute ist halt so dieses, ich muss erstmal alles gehört haben, erstmal alles gesehen haben und dann überlege ich mir, was ich werden will. Und genauso geht es einem dann, wenn man nach 12 Jahren oder 10 Jahren Schule fertig ist, dann ist man erstmal total voll im Kopf und hat überhaupt keine Ahnung, was mache ich denn gerne, weil der Fokus nie drauf lag. Ja, was machst du denn gerne? So. Und es gibt ja auch Untersuchungen, die zeigen, dass so ein paar Jahre nach, also man weiß wohl am meisten in der Zeit der Prüfung, wenn man sich darauf vorbereitet. Und dieses Wissen, was man sich dann angeeignet hat, ist auch nach 2, 3 Jahren bis auf 10% gesunken. Also ja. Viele lernen einfach nicht fürs Leben oder so, dass es bleibt, sondern für die Noten einfach. Ne? Das hat ja, und das ist ja auch ganz natürlich, weil sich ja der Lehrplan auch nicht wirklich am Leben eines jeden Einzelnen ausrichten kann. Das ist ja ganz unmöglich. Also, weil das eben einfach, also wir müssen halt weg von diesem Gießkannenprinzip für alle eins. Und es ist eben auch in der Sozialisation, was ja jetzt heute so unser Thema ein bisschen ist, die Frage, brauchen denn alle Kinder eine Art von Sozialisation? Ja, gefällt das allen Kindern, diese Lautstärke teilweise oder diese eben nicht den Hauptfokus zu haben manchmal, ne? Manche Kinder brauchen einfach mehr Führung, mehr Input, mehr Unterstützung und manche machen das prima ganz alleine. Die laufen halt dann gut in so einer Klasse mit 30 Leuten. Die freuen sich vielleicht, wenn sie nicht dauernd vom Lehrer behakt werden, ja. Und wenn sie ein bisschen Freiraum haben. Aber auch da gibt es ganz unterschiedliche Kinder. Und auch die Hochsensibilität hatten wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen das letzte Mal. Die Kinder sind so unterschiedlich und es tut nicht allen so gut. Und es ist auch jetzt an der Zeit, wirklich zu erkennen, es muss auch nicht mehr so sein. Und wir müssen auch nicht von jedem Kind verlangen, dass es sich in so einem Setting wohlfühlt. Und dann denken wir, es ist was falsch mit unserem Kind, wenn es ihm nicht gefällt. So, ja. Was auch wichtig ist, jetzt zu sagen, ich meine, als noch die Schulpflicht bestand vor dieser Homeschool-Pflicht, gab es bestimmt viele Kinder, die wegen ihren Freunden gerne in die Schule gehen, die auch ihre Lehrer, ihre Lehrerin mögen und die sich so wohlgefühlt haben. Aber es gab auch genügend Kinder, die sich da nicht wohlgefühlt haben. Seitdem ich das Thema ja so ein bisschen nach außen bringe, hier auf YouTube, hatte ich auch schon einige Videos, schreiben mich auch Eltern an und schreiben, wie unglücklich ihre Kinder sind in der Schule. Genau. Dass sie sich Sorgen machen um ihre Kinder. Und Fakt ist, dass jetzt, jetzt haben wir diese Homeschool-Pflicht. Klar gibt es viele Kinder, die ihre Freunde vermissen, die in die Schule vermissen, die die Schule vermissen, wo vielleicht auch nicht so schöne familiäre Verhältnisse sind. Das muss man ja auch sagen. Ne? Da war die Schule immer noch so ein Auffangbecken und da gab es Freunde, vielleicht auch eine verständnisvolle Lehrer, verständnisvolle Lehrerin. Aber es gibt jetzt auch genügend Kinder, die aufblühen. Schreiben ja auch Eltern. Das haben ja Eltern schon im Frühjahr geschrieben, als wir diese erste Homeschooling-Phase hatten, dass es jetzt Kinder gibt, die aufblühen, die, wo der Druck weg ist, die jetzt auch nicht mehr gemobbt werden, die aufblühen und die spielen, diese Aufgaben erledigen und jetzt noch ganz viel Zeit haben für ihre eigenen Interessen. Also das darf man auch nicht vergessen. Ne? Es kommt auch Kindern jetzt zugute, dass sie in ihrem eigenen Rhythmus lernen können oder zumindest, weil du auch gerade sagst, Hochsensibilität, die Aufgaben müssen sie ja trotzdem abarbeiten. Das ist ja kein richtiges Freilernen. Das ist ja einfach Homeschooling und die Eltern sind unter Druck. Aber viele kommen damit jetzt besser klar oder die Kinder, denen dieser Lärm oder diesen großen Gruppen, die immer abgelenkt sind, denen das zu stressig war, so zu lernen, die kommen da jetzt in der Situation zu Hause in Ruhe, das durchgehen zu können, wahrscheinlich besser klar. Hochsensiblen. Also man sieht jetzt halt auch diese große Vielfalt und man sieht halt auch, es kommen gewisse Dinge dadurch zutage, zum Beispiel eben, dass jetzt die Eltern mal sehen, womit sich die Kinder tagtäglich so rumschlagen, was für zum Teil, ich sag jetzt mal, blöden Aufgabenstellungen, wo man selber 5-mal lesen muss und es vielleicht immer noch nicht versteht, wo man sich auch dann fragt, macht das jetzt Sinn, ja, für diesen Stoff, für dieses Thema, diese Aufgabenstellung? Also das ist wirklich zum Teil echt Zeitverschwendung. Ja, also ich habe selber gemerkt, als ich meinem jüngsten Aufgaben dachte, was sind das für Aufgabenstellungen? Da muss ich mich ja und ich muss jetzt hier an der Stelle mal sagen, auch ich als Lehrerin habe manchmal Aufgabenstellungen gelesen, wo ich mir, also nicht, dass ich jetzt hier das gepachtet habe, dass ich die alle gut verstehe, so meine ich es jetzt nicht. Ich meine jetzt halt, selbst ich, wenn ich von Kollegen manchmal Aufgabenstellungen gelesen habe und andersrum, ja, und dann merkt man halt, es ist eben doch viel so auch individuelles Kopfkino unterwegs, auch bei den Lehrern und wir sind halt nicht perfekt und auch die Lehrer oder die Begleiter, wie ich es jetzt lieber nennen würde, sind halt
auch nur Menschen und wir merken halt auch diese ganze Verantwortung immer auf dem Lehrer abzuladen oder auf der Schule. Das ist ja auch so ein Ding, was passiert, dass Eltern sagen, ja, macht mal da, ne? Die von zu Hause dann nicht unterstützen. Und mit dem Stoff, den die Schule vermitteln muss, ist das manchmal halt auch nicht so machbar, dass es jedes Kind hinkriegt, ohne zu Hause unterstützt zu werden. Und da müssen wir uns halt wirklich Gedanken machen über diese Stofffülle. Macht die Sinn? Und dann auch Gedanken machen, wie trage ich das an die Kinder heran? Also Stichwort Aufgabenstellung und halt auch, ja, dieses, macht es Sinn, uns so zu vereinzeln als Gesellschaft, dass eben Kinder, die jetzt nicht in die Schule gehen, dann komplett aufgeschmissen sind ohne die Schule. Sondern sollten wir vielleicht mehr so eben das Dorf, was du gesagt hast, wieder kultivieren, auch in den Städten, auch wieder Gemeinschaften bilden, wo eben der eine auf den anderen schaut, wo man dann auch keine Angst haben muss wegen vielleicht Kindeswohlgefährdung oder sonstigem, weil man weiß, viele Leute sind mit involviert in jeder Familie. Also, ne, das so. Die Dinge, die halt jetzt hochkommen durch diese Situation, weil wir ja immer ganz bequem alles auf die Schule abgeschoben haben. Manche natürlich haben das schon ganz lange gemerkt, dass es nicht schön ist, so mehr, dieses System nicht mehr stimmig ist. Aber ich denke, bei vielen fällt jetzt auch ein Groschen. Ja. Ich würde gerne noch kurz auf was zu sprechen. Wir kommen hier aus dem Buch Kindheit 6.7. Da schreibt der Michael Hüter, da gibt es so einen Psychologen, Peter Gray, ich weiß aber nicht, wann der seine Studien durchgeführt hat. Der hat halt gezeigt, dass mit dem Rückgang des freien Spiels von Kindern in gemischtaltrigen Gruppen und im Freien seit Mitte der 50er Jahre eine kontinuierliche Zunahme von Angst, Depression und Hilflosigkeit bei jungen Menschen also einhergeht. Ne? Dieses gemischtaltrige Gruppen gibt es nicht mehr, das Spielen im Freien gibt es so in dem Sinn nicht mehr und das macht sich dann eben auch auf die Kinder oder auf die jungen Menschen, das macht sich dann eben auch bemerkbar bei den Kindern und jungen Menschen. Und er schreibt dann hier auch, ebenso im Zusammenhang mit diesen Befunden stehen die Zunahme des Narzissmus und der Rückgang der Empathie. Beispielsweise wurden bei Menschen mit einem hohen Narzissmuswert festgestellt, dass sie ihre eigenen Fähigkeiten im Vergleich mit denen andere überschätzen, bei Kritik ausfallend werden und mehr Wirtschaftsverbrechen begehen als der Rest der Bevölkerung. Auch interessant. Ja, wo geht es denn mit unserer Gesellschaft hin? Genau. Also ich habe das, genau die gleiche Studie war hier auch zitiert in dem Buch. Das ist jetzt in England neu erschienen, auch im Rahmen dieser Corona-Krise. Und mit der Autorin hatte ich auch schon ein Interview. Und genau so ist es. Also sie hat es hier auch beschrieben, diese Angststörungen auch, dieser übergroße Druck, ja, der auf den Kindern lastet. Und jeder geht halt anders damit um. Ja, ob man jetzt zum Narzissten wird oder sich total eingräbt, Angststörungen kriegt, Depressionen. Das ist individuell halt. Aber ja, wo geht es hin? Und wie lange wollen wir immer noch die Kinder zwingen und zwingen und zwingen, ja? Es ist ja nichts anderes als ein einziger Zwang noch für manche. Ja. Es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, wenn ein Kind eine sehr gute emotionale Bindung zu einem Erwachsenen hat und dieser Erwachsene dann Wissen vermittelt, dann kann das Kind das viel mehr annehmen und aufnehmen und festigen. Und ich sagte ja auch, bei einer Klasse mit 25, 28, 30 Kindern, ein Lehrer kann niemals so gleich gute, tiefe emotionale Bindung zu seinen Kindern haben. Es gibt einige, die das wahrscheinlich können, die das dann auch gut aufnehmen können, aber es gibt dann doch einige, die dann auf der Strecke bleiben. Ne? Da wäre es besser, die würden eben ja eine andere Bildung genießen, ne? Auf den Lehrer an, ne? Und was der für Überzeugungen hat. So diese subjektiven Theorien haben wir das im Studium genannt, also was eben jeder mitbringt. Und wenn der Lehrer eben offen ist, freundlich ist, generell auch gesellig ist, dann wird er natürlich versuchen, zu jedem seiner Kinder irgendwie so eine Beziehung aufzubauen. Aber natürlich fehlt dann einfach die Zeit, zum einzelnen Kind wirklich auch immer dabei zu sein. Dann kann man sich vielleicht mal drum kümmern, wenn ein Kind mal traurig ist, aber dann stehen wieder 15 andere da, die halt nicht beachtet werden an dem Tag. Ne? Das ist, braucht jedes Kind jeden Tag auch Beachtung. Es ist vielleicht auch nochmal anders, so zu meiner Schulzeit sind wir ja von der 1. bis zur 8. oder von der 1. bis zur 10. in eine Klasse gegangen. Ne? Ab der 8. sind dann die runter, die aufs Gymnasium gegangen sind.
oder man hat halt nach der 10. das Gymnasium gemacht. Und wenn du mit, auch mit Kindern in einem Verbund bist und hast auch über lange Jahre einen Klassenlehrer, dann ist das auch nochmal was anderes. Ne? Aber heute wird es ja so gestückelt, ersten bis zum vierten, dann hast du ja auch nicht immer manche, es gibt Klassen, also jetzt gerade bei meinem Jüngsten, die Klasse, die hatte in der Grundschule 3 oder 4 verschiedene Klassenlehrer. Es ist, was macht das mit den Kindern? Ne? Und als bei meinem Ältesten in der Grundschule, die Klassenlehrerin ist dann, glaube ich, noch Anfang der 4., ich bin mir nicht mehr so sicher, aber jedenfalls noch in der Grundschulzeit gegangen. Das war für meinen Ältesten eine Katastrophe, weil der auch eine sehr gute Bindung zu der Lehrerin hatte und sie sich auch sehr um ihn gekümmert hat, seine Individualität gesehen hat und ihn auch sehr unterstützt hat. Oder dieses Kreative, auch dieses Feinfühlige, ein bisschen Hochsensible. Und ja, das war für ihn auch ein Schock, als sie dann gegangen ist. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich echt schwierig für die Kinder dann manchmal so zu verarbeiten. Mhm. Weil sie werden ja einfach in einen relativ zufälligen Rahmen irgendwie reingesetzt, ja, durch Einzugsgebiet oder was weiß ich, Eltern suchen die Schule aus. Und dann müssen sie einfach mit dem klarkommen, was da präsentiert wird. Und das gibt natürlich auch fürs Leben die Message, du musst damit klarkommen, was dir präsentiert wird und nicht du erschaffst dir dein Leben so, wie es dir gefällt. Mhm. Ja, auch. Du hast ja auch von Gordon Neufeld ein Buch gelesen. Also im Deutschen heißt es ja, unsere Kinder brauchen uns. Im Englischen Hold on to your kids. Und er hat das, ich weiß nicht, vielleicht kannst du noch dazu was sagen. Er hat es ja auch beschrieben mit den Jugendlichen, warum Eltern so die Bindung zu ihren Kindern und nicht mehr auf sie einwirken können. Das hat auch was mit diesen Peer-Groups zu tun. Kannst du dazu sagen? Genau, also die Kinder entscheiden sich quasi irgendwann, weil sie eben vor dieser Wahl stehen. Also ein Kind braucht immer eine große feste Bezugsgröße und das sind halt am Anfang die Eltern. Und wenn sie dann in die Schule kommen und aber merken, zum Beispiel, also wenn das jetzt nicht so läuft, dass die Eltern und die Lehrer komplett an einem Strang ziehen und das ein bisschen auseinandergeht, dann müssen sich die Kinder irgendwann entscheiden. Weil beides geht im Kopf nicht, dann wären sie verrückt. Deswegen entscheiden sie sich dann Schule oder Eltern. Und meistens ist es auch nicht der Lehrer, für den sie sich entscheiden, sondern die Peer Group, weil sie da halt am meisten auszustehen hätten, wenn sie irgendwas falsch machen. Und diese gleichaltrigen Gruppen sind halt nicht so vorteilhaft, weil sie eben, ja, also ein gleichaltriges Kind hat nicht immer diesen Überblick und das Beste für das Kind im Sinn, ja, wenn es irgendwie jetzt sagt, oh, du musst jetzt aber auch die Band gut finden oder du musst auch das kaufen, was ich habe, weil halt viel auch im Moment wirtschaftlich, gesellschaftlich auf diese Kinder eingewirkt wird, da, weil die sind ja auch Konsumenten, die sind ja auch ein Wirtschaftsfaktor und deswegen spielen solche Dinge vermehrt eine Rolle, ja. Also ich merke das ganz deutlich bei meinem Kind, wir sind ja Kita-frei und da sind halt diese, ist jetzt zwar noch nicht Schule, aber da sind ja noch nicht so diese, ja, du musst jetzt das wissen und du musst diese Sendung kennen und was bei Kita-Kindern schon wieder ganz anders aussieht, ja. Was, du weißt das nicht und dann bist du nicht cool, das geht ja heute schon immer früher los und so setzt sich das immer fort. Und so hat er das eben beschrieben, dass eben mit wachsendem Einfluss der Peer Group eben der Einfluss der Eltern weggedrängt wird und ja, dann kommen die Kinder ja natürlich immer in Konflikte. Und zeigt sich das dann, ne? Das deswegen, dass in der Pubertät sich die Eltern oder Eltern und Kinder immer mehr voneinander getrennt werden und die Jugendlichen ja dann also Gleichaltrige als Vorbilder haben, die selber noch keine Führung haben, die selber nicht wissen, wohin. Das ist ja das Problem. Und dann genau, die eben geführt werden. Du musst das wollen. Also auch von der Schule. Du musst gut sein wollen und aber auch von diesen Wirtschaftsinteressen geführt werden. Und das ist halt vielfach die Sozialisierung, die eben auch in Schulen stattfindet. Das muss man sich halt auch eingestehen. Und mir ist auch viel aufgefallen, ich habe auch in den letzten Jahren einige Freilernerfamilien kennengelernt, dass die Jugendlichen oder die jungen Erwachsenen immer sehr guten Draht zu ihren Eltern hatten oder die Jugendlichen. Genau, ja, man kann es wirklich sehen. Schon an freien Schulen ist das besser. Ja. Kann man wirklich beobachten. Und viele sagen, ja, die Kinder oder die Jugendlichen müssen sich ja dann auch mal von ihren Eltern abnabeln, die müssen dann auch mal selbstständig werden. Aber ich meine, wenn man sich überlegt, Jahrtausende sind die Kinder in ihren Familien, in den Dörfern, in den Familien sozialisiert worden und haben ja auch gelernt durch Beobachtung. Was machen die Erwachsenen? Die liefen ja so nebenher. Ne? Die haben viel durch Beobachten gelernt und teilweise verblieben die in ihren Familien. Ne? Haben dann das Handwerk des Vaters oder eben Frauenaufgaben übernommen. Gut, das ist ja auch nochmal ein separates Thema, ne? Hatten wir heute auch schon drüber gesprochen.
was wieder dieses Frauenthema, wie in der Vergangenheit Frauen gefördert, das könnte man vielleicht nochmal anderweitig mal irgendwann erörtern. Aber trotzdem sind ja viele auch in ihrem Dorfverbund geblieben und haben sich eben so früh irgendwie abgenabelt oder waren total für sich oder selbstständig, sondern waren in ihrem vertrauten Verbund. Gab wahrscheinlich auch Leute, die in andere Dörfer gezogen sind, vielleicht auch durch die Heirat oder haben ein anderes Handwerk gelernt, was vielleicht dort im Dorf man nicht lernen konnte. Aber generell, ja, war die Familie eben zusammen trotzdem. Das ist ja, wenn man sich heute Familie, wir haben ja nur noch die Kernfamilie, ne? Mutter, Vater. Genau, die Vereinzelung. Teilweise wird das ja auch noch, ist das auch nicht mehr intakt, die Kernfamilien. Viele Kinder wachsen ja auch alleinerziehend, also oder allein ohne einen anderen Elternteil auf, beziehungsweise ich bin ja auch getrennt von dem Vater meiner Kinder. Wir versuchen aber das gut zu lösen, dass sie auch regelmäßig Kontakt haben, sich sehen. Und das ist halt auch immer sehr wichtig, ne? Wenn man dann schon getrennt ist, dass die Kinder auf alle Fälle regelmäßig Kontakt haben zu ihren, zu dem anderen Elternteil, je nachdem, wo sie leben. Genau, also deswegen, man muss es auch individuell schauen. Manche Kinder sind halt sehr selbstständige Persönlichkeiten und andere wieder, die möchten einfach immer in der Nähe ihrer Familie bleiben und möchten auch einen guten Kontakt zu ihren Eltern haben. Ne? Also das ist ja auch kein Problem, wenn man wirklich sehr liebevoll aufwächst und wenn man verständnisvolle Eltern hat und die Eltern eigentlich erziehen, sondern begleiten. Damit meine ich jetzt auch nicht, weil viele immer denken, ja, anti-autoritäre Erziehung, aber das hat damit gar nichts zu tun. Ein Kind muss auch gewisse Grenzen lernen, dass es gewisse Grenzen gibt. Und spätestens, wenn noch ein zweites Kind dazukommt, dann muss es ja lernen, das Kind, andere Kind hat auch Bedürfnisse. Da geht es gar nicht, finde ich, mit anti-autoritärer Erziehung. Also ein Kind muss einfach gewisse Regeln, gewisse Grenzen sind schon da, aber eben immer sehr auf die Bedürfnisse des Kindes auch schauen, auch auf die eigenen. Das ist auch immer wichtig als Elternteil, nicht die eigenen Bedürfnisse außer Sicht, aber dass es eben ein harmonisches Begleiten wird. Und wir können ja auch so viel von unseren Kindern lernen. Ne? Das ist auch immer so faszinierend, wenn man das zulässt, dass Kinder nicht einfach, ach, die müssen noch gebildet und gefüllt werden, von denen kann ich überhaupt nichts lernen. Das ist so schön, was Kinder einem spiegeln können. Ich habe schon so viel durch meine Kinder gelernt. Und das Wahnsinn, ja. Also ich denke eher Fokus auf die Kinder. Natürlich haben die ja auch ihre Autonomiephase und wo das Ego halt so richtig um sich schlägt. Aber ich denke generell auch dieses Erziehen, diese Perspektive darf sich auch wechseln. Richtung begleiten, unterstützen und halt einfach sein, wenn man als Eltern einfach so ist, wie man ist und einfach sagt, hier ist jetzt gerade meine Grenze, dann kann ich das dem Kind spiegeln und dann ist das okay, dann muss ich jetzt aber nicht sagen, ich setze meinem Kind Grenzen, weil wenn, sobald ich wieder allgemein anfange zu überlegen, oh, das Kind muss Grenzen lernen, dann ist es wieder so dieses, dass man manchmal dem Kind Grenzen aufzeigt, obwohl man es gar nicht müsste in dem Moment, ne? Mhm. Weil man wieder denkt, oh, ich muss jetzt irgendwas machen. Man muss einfach nur sein, authentisch sein und das ist uns halt abtrainiert worden, ne? Mhm. Und das ist ja auch diese Sozialisierung in der Schule, dieser Bildungs- und Erziehungsauftrag, ja? Dann frage ich mich, ja, wer erzieht denn da? Wie ist der denn erzogen worden? Was macht der denn da mit meinem Kind oder sie? Ja, also, und das sind ja auch alles Fragen, die wir uns stellen müssen, wenn wir total dafür sind, dass die Schule unsere Kinder gut sozialisiert. Also, ja, so. Also, ich denke, dass heute auch viele im Lehrerberuf sind, die jetzt nicht unbedingt qualifiziert sind. Die sind vielleicht fachlich gut, aber mit Kindern, also ich habe da schon also wirklich Geschichten gehört, das ist wirklich sehr bedenklich, wie Kinder behandelt wurden, ne? Also fachlich. Also wie so Ware, ne, die so vorbeifließt und wo wir unseren Stempel drauf drücken und wie der Pink Floyd. Ne? Ich habe schon, wenn Kinder, ich meine, wenn es gibt auch Lehrer, wie gesagt, als Lehrer ist es schwierig, du kannst nicht alle Kinder gleich wertschätzen. Ne? Das ist schwierig, also das wäre schön, aber viele Lehrer können das nicht. Kinder gleich wertschätzen, sie nicht bewerten. Und es gibt leider auch Lehrer, das ist mir auch oft zugetragen worden, die manchmal Kinder, die sie nicht mögen, vorführen der Klasse. Ja, das ist ganz schlimm. Und das ist halt so dieses, weil sie selber sich von diesem Kind wahrscheinlich getriggert fühlen und weil so viele Lehrer ihre eigenen Probleme, ihre eigenen Schatten noch nicht angeguckt haben und das auch in der Ausbildung überhaupt keine Rolle spielt. Ja, da gibt es Sprecherziehung und sonst was für Seminare und Vorlesungen, aber das wirklich mal geschaut wird, wie geht der Mensch mit Kindern auch um? Genau, da müsste das spielt überhaupt null eine Rolle. Ich meine, dann wäre natürlich auch wieder das Problem, wer bewertet denn jetzt wieder den Lehrer? Was ist mit dem wieder los? Also letztlich müssen wir jetzt halt als Gesellschaft unsere ganzen wunden Punkte mal sehen und anschauen und transformieren. Und dann muss der Lehrer auch das Kind nicht vorführen. Ja, wenn er sich nicht getriggert fühlt, muss er da nicht seine, ich sag mal, wahrscheinlich kindliche
Machtstrategie da ausüben und das Kind dann irgendwie klein machen, damit er sich wieder gut fühlt. Das ist ja auch so energievampirmäßig, ja. Also ich fühle mich nicht gut. Jetzt zeige ich dem aber mal, ziehe dem mal die Energie, damit ich mich wieder gut fühle. So. Ja. Es ist halt so ein komplexes Thema mit dieser Bildung und mit den Lehrkräften. Und das ist schwierig und man kann sich dem ja hier gar nicht entziehen durch die Schulpflicht. Deswegen, ich meine, es gibt ja auch, ich meine, in der Großstadt hast du mehrere alternative Schulen oder mehrere Schulen. Wenn dein Kind sich in der Schule nicht wohlfühlt, da gibt es auch engagierte Eltern, die versuchen dann die bestmöglichste Schule für ein Kind zu finden. Aber wenn du irgendwo auf dem Dorf lebst, in einer Kleinstadt und hast nicht so viele Möglichkeiten, das ist wirklich schwierig. Also Kinder müssen dann manchmal über Jahre in diesen verhärteten, für sie verhärteten Strukturen verharren, ne? Wo sie vielleicht gemobbt, wo sie ausgegrenzt sind, und wenn du schon mit deinem Klassenlehrer, wenn das nicht harmoniert und der hat vielleicht wichtige Fächer und eigentlich ist es deine Leidenschaft, dieses Fach, aber das kann total dem Kind vergällt werden, wenn der Lehrer das Kind nicht mag oder der Funk nicht überspringt vom Kind, also, ne? Dass der mit dem Lehrer nichts anfangen kann oder mit der Lehrmethode oder so. Und deswegen finde ich eben, da sollten wir in die Richtung Bildungspflicht oder komplette Bildungsfreiheit kommen. So. Absolut. Aber viele sagen, ja, dann verwahrlosen die Kinder. Aber ich sage, nee, die wenigsten Eltern würden ihre Kinder zu Hause lassen. Das sieht man ja jetzt schon, wie viele Eltern überfordert sind bei Homeschooling. Ja? Viele Eltern finden, dass ihre Kinder gut in den Schulen aufgehoben sind. Ja, eben aufgehoben, aufbewahrt sind. Aufbewahrt. Ja. Aber es sollte für die Eltern, die sich da eben eine andere Sicht darauf haben, die mit ihren Kindern, die mit ihren Kindern anders umgehen, die anderes Verständnis von Bildung haben, denen sollte doch die Freiheit gegeben werden, dass sie das selbst entscheiden können. Also das finde ich, genau. Das muss eigentlich. Und vielleicht auch nochmal so die Frage, verwahrlosen denn die Kinder, die tolle Talente haben, und ich kenne ein paar, ja, verwahrlosen die nicht auch in unserem Schulsystem, wenn sie ihre Talente, wenn sie nicht die Zeit haben, ihre Talente wirklich zum Blühen zu bringen? Es ist für mich auch eine Form von verwahrlosen lassen, wenn ich die Kinder nicht da fördere, wo es für sie wirklich wichtig ist. Und die Frage ist halt auch, ist wirklich alles so wichtig, was jetzt so gehypt wird im Moment? Und ich glaube, viele Eltern kommen jetzt auch durch diese Situation dahinter, dass es eben nicht alles ganz so wichtig ist und dass es im Moment wichtiger ist, die Kinder auch emotional aufzufangen. Und ja, auch mal mein Appell an die Eltern, macht das auf jeden Fall. Also zuerst ist es wichtig, dass in eurer Familie alles stimmt und nicht, dass ihr dann der verlängerte Arm seid, der Dinge durchsetzt, die im Moment gar nicht so bedeutsam sind. Ja, ich danke dir, liebe Julia. Zum Schluss gibt es eine kleine Überraschung. Liebe Julia, du hast auch eine fantastische Stimme und du hast, es war noch im letzten Jahr, ein Lied aufgenommen zum Thema Freiland. Wie heißt das Lied? Das heißt, unsere Kinder sind frei. Genau, also ich hatte auch keine Zeit, meine Talente da zu fördern. Und jetzt habe ich es endlich geschafft, jetzt habe ich es endlich durch die Elternzeit dann mal ein bisschen mir Zeit genommen. Und ja. Sehr schönes Lied. Du hast ja auch selber einen YouTube-Kanal. Ja. Werde ich mal noch am Anfang, das habe ich ja nicht am Anfang erwähnt, den werde ich am Anfang des Videos verlinken. Und jetzt verlinke ich jetzt hier an dieser Stelle oben in den Infokarten dieses wunderbare Lied von dir zum Thema. Danke. Und ich werde das, wir hatten ja schon drüber gesprochen, ich werde dieses Lied wahrscheinlich auch nochmal separat hier hochladen, dass es einfach ein bisschen mehr verbreitet wird. Und das wäre super toll. Freilernen einfach noch ein bisschen mehr, ja, dass es noch ein bisschen mehr Verbreitung findet oder dass die Menschen sich auch ein bisschen, ja, freier damit auseinandersetzen, nicht mit diesem, hier sind ja auch viele eben Erwachsene, ja, Schulpflicht, das war schon immer und das ist wichtig und dass die Krusten sich da ein bisschen auflockern, dass man auch akzeptieren kann, dass diese Schulpflicht und diese Art der Beschulung nicht für jedes Kind geeignet ist, dass man da mal ein bisschen individueller rangeht und nicht immer alle so in dieses alles in gleich und in dieses Gleichheitsschema und dass da nicht so reingepresst werden. Genau. Hast du noch eine Buchempfehlung? Ich weiß, du hast englische Bücher gelesen, aber hast du vielleicht noch deutsche Buchempfehlungen zu diesem Thema eventuell? Also Gordon Neufeld, Unsere Kinder brauchen uns. Ja, also das ist auf jeden Fall total gut. Und generell finde ich, sind alle Bücher, die sich mit diesem bindungsorientierten Ansatz befassen, sehr empfehlenswert, weil da halt auch aufgezeigt wird, dass dieses Zeitalter der Erziehung halt vorbei ist und dass die Schule, wie sie jetzt heute besteht, eigentlich ja diese alten Strukturen immer wieder aufnimmt und immer wieder weiter verbreitet. Aber dass das halt unserem Wesen als
freie Menschen nicht so gerecht wird. Mhm. Ja. Also ich habe auch noch einige Bücher, auch glaube ich zum Homeschooling oder Freilernen, ganz tolles Buch, was mal aufklärt, was das genau ist und wie Kinder lernen. Da wird auch mal beschrieben, gibt es glaube ich das große Buch Homeschooling oder Freilernen. Also irgendwie ein ganz tolles Buch, das habe ich schon gelesen mit sehr vielen interessanten Ansätzen. Und ich kann natürlich das Buch empfehlen. Und was ich so schön finde, dass er eben mal dieses, wie gesagt, Kindheitsforscher, und er beschreibt hat, also das hier steht halt hinten auf dem Cover drauf, ein leidenschaftliches Plädoyer, ein Manifest für ein wieder menschenwürdiges und artgerechtes Aufwachsen von Kindern, für eine neue Wertschätzung der familialen Sozialisation und für eine vollständige Bildungsfreiheit. Also dieses Buch kann ich auf alle Fälle empfehlen, hat auch eine ganz gute Bewertung von dem Professor Gerhard Hüther, dem Neurobiologen, und dem Dr. Johannes Joachimarz, diesem Psychoanalytiker. Also es ist wirklich ein wunderbares Buch, und wenn man sich da mal ein bisschen reinlesen will, wie eine artgerechte Kindheit aussieht, oder wenn man da mal ein bisschen so einen geschichtlichen Blick drauf haben möchte, ist es auf alle Fälle empfehlenswert. Liebe Julia, war wieder sehr schön, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Wir haben auch noch so ein paar Themen, also wir wollen auf alle Fälle noch ein bisschen weiter Videos machen im Laufe des Jahres zu dieser Thematik Freilernen, Bildungsfreiheit, mal einen anderen Blick auf das Thema Bildung. Freue ich mich auch ganz sehr, liebe Julia, dass du dann wieder mit mir zusammen einfach mal hier online, ja, dass wir einfach mal unsere Gedanken, unsere Erfahrungen damit teilen. Ja, liebe Zuschauer, uns interessieren natürlich jetzt eure Gedanken, eure Meinung, eure Erfahrungen dazu. Und bitte lasst euch jetzt auch nicht zu sehr von dieser aktuellen Situation, die wahrscheinlich auch sehr verhärtet oder schwierig ist in manchen Familien. Es geht uns wirklich um dieses selbstbestimmte Freilernen, nicht dieses von oben verordnete Homeschooling. Es geht wirklich um die Selbstbestimmung, um die Kinder bedürfnisorientiert zu begleiten. Also genau, hinterlasst unter diesem Video gerne eure Gedanken, eure Meinung, eure Erfahrungen dazu. Wir freuen uns da über regen Austausch. Ja, alles Liebe für euch, alles Gute und bis ganz bald.